Herzlich willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Daniela Kabe-Gessler und ich empfehle Ihnen das Seminar Aufmerksamkeiten und Geschenke. In der alltäglichen Praxis, sowohl mit Arbeitnehmern als auch mit Geschäftspartnern, ist es mittlerweile üblich und gängig, dass man den Arbeitnehmern oder Geschäftspartnern kleinere Geschenke oder auch Incentive-Reisen zur Verfügung stellt. Hier gilt es, lohnsteuerliche und ertragsteuerliche Dinge zu beachten. Es gibt Freigrenzen in Höhe von 60 Euro oder 44 Euro, aber es gibt auch eine mögliche Pauschalversteuerung nach § 37b Einkommensteuergesetz. All diese Dinge erfordern besondere Voraussetzungen und das sind auch Dinge, die in der Lohnsteueraußenprüfung oder auch in der Betriebsprüfung von der Finanzverwaltung geprüft werden. Deshalb empfehle ich Ihnen für einen Überblick mit Beispielen und Inhalten das Seminar Aufmerksamkeiten und Geschenke.